auf so einem Slam Poetry Wettbewerb. Und ja, das Erste, was man beim Schreiben so einfällt, was ist es? Die Liebe. Ne? Oder? Come on. Ein Applaus für die Liebe? Ja, aber da denke ich mir, man könnte das mit der Jugend, mit der Generation von heute so vermischen. Ne? Nämlich heißt der folgende Text Hashtag Liebe. Nimm dein Telefon, guck nach links, Raute Liebe. Ich hol mein Smartphone, Hashtag Liebe. Öffne Instagram, Hashtag Liebe. Bilder von süßen Herzen, niedlichen Tieren, Hunde, Katzen, die Hunde küssen, Hunde, die Menschen liebkosen, Menschen, die Menschen lieben, Frauen, Männer, Männer, Frauen, 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 Männer, Männer, Hashtag Liebe. Menschen lieben und können falsch lieben, aus Liebe wird Neid, wie wir jemanden anders angucken, wie wir was begehren, Sommersprossen im Gesicht, die blonden Haare, die blauen Augen, die zweite Hälfte wird neidisch. Wir müssen uns erklären, Küsse, die nasse rote Pigmente berühren, Hashtag Liebe, Liebe, die falsch verstanden wird. Man soll sich ausziehen, die Augen schließen, aber man kann dies nicht genießen. Hin und her wird man gezwungen bewegt auf stinkendem Stoff. Keine Familie, keine Freunde, nur du und er. Man öffnet die Augen und lacht alles weg. Es geht einem gut. Hashtag Liebe. Liebe, die so extrem ist, dass es weh tut. Alles will man wissen. Gucke WhatsApp, wann der letzte Eintrag war. Gucke Facebook, ob die Message angekommen ist. Gucke Facebook noch einmal, ob derjenige die Message gelesen hat. Liebe, Triebe, es tut weh. Warum bekommt man die Liebe, die man gibt, nicht wieder? Es schmerzt wie Stiche in den Fingern. Aber nach dem Schmerz beginnt dann ein neues Kapitel. Hat der Prinz das über sich ergehen lassen, nur weil er wusste, dass am anderen Ende des Turms Dornröschen liegt. Happy End, Hashtag Liebe. Komm zurück in die wirkliche Welt. Wenn du jemanden verletzt oder vernachlässigst, denk nicht, man kann es mit einem Update eines Profilfotos wieder ändern. Menschen vergeben, aber vergessen nicht. Eine Spitzklammer 3 auf meiner Wall, soll das Liebe sein? Was heißt das? Es ist virtuell und nicht real. Über Pixel und Pantonen, Farben willst du mir deine Liebe gestehen? Aber egal, es beruhigt einen so eine Spitzklammer 3 auf der Wall. Aber doch fehlte die, genau diese Person. Also warum diesen Weg? Ist es das Benzin, was zu teuer ist? Ist es die Zeit? Warum gehst du nicht einfach dahin, nimmst die Person in den Arm, drückst sie so lange, bis sie dich loslässt und nicht, weil du damit angefangen hast. Steig in dein scheiß Auto, nimm den Bus oder Tram und geh dahin. Und wenn es nur Hashtag Liebe ist, die Person ist glücklich, dass du da bist, die Nähe zu spüren. Aber nein, wir sind zu beschäftigt mit dem Geld und der Zeit. Zeit ist Geld und was hat man davon, seiner Oma, Mutter, Vater oder Freund zu sagen, was man empfindet, wenn es schneller geht. Mit einer SMS oder mit Hashtag Liebe. Man hat ja das ganze Leben, um zu sagen, was man empfindet. Und was sind schon 3 Worte in kurzer Zeit? Es bedeutet sehr viel. Bedenke man, dass man die Zeit nie zurückdrehen kann. Harte Worte, böse Sprüche tun weh und sind öfters schnell gesagt als durchdacht. Es gibt keine Entschuldigungen, kein das legt sich schon wieder oder ich streite nur mit dir, weil mir was an dir liegt. Man kann es nicht wieder zurücknehmen, streite nicht und flüchte nicht. Die weiße Tür ist schnell verschlossen und du kannst sie nie wieder öffnen, wenn du den Schlüssel verlierst. Nicht mehr sagen, wie arg du sie liebst, keinen mehr in den Arm nehmen, Hashtag Liebe. Lass uns mehr reden und die Köpfe von den Smartphones heben. Sehen, wie Leute reagieren bei Diskussionen, wie schön Falten beim Lachen sich um den Mund kräuseln. Sehet euch nie satt an der Person, an der euch was liegt. Man weiß nie, wie lange noch. Wie lange noch? Das zählt nicht, ganz egal. Seid immer bei Leuten, die euch Gutes tun und die hinter eurem Rücken genauso schlecht reden über dich, als würdest du daneben stehen.
Warum nicht die rosarote Brille aufsetzen und jeder naiv durch die Gegend laufen, anderen glauben und nicht profitieren, Achtung schenken und sich nach langer Abstinenz freuen, jemanden zu sehen. Liebe das Leben und profitiere davon. Egal, was andere denken, die Leute, die dir wichtig sind, freuen sich für dich und zeigen nicht mit nacktem Finger auf dich. Hört auf damit und senkt sie nieder. Das Spiegelbild reflektiert es immer wieder zurück und es kann einen härter treffen, als man denkt. Das ist für die, die vergessen haben zu lieben. Die, die sich verstecken müssen, um zu lieben. Die Verluste einstecken müssen, um zu lieben. Die, die sterben und überleben mussten, wegen der Liebe. Ihr seht sie überall. Hashtag Liebe.